Mein Name ist Carmen Reese und ich bin Architektin. Ich bearbeite sämtliche Leistungsphasen, die ein Architekt bearbeitet. Das heißt, meine Arbeit beginnt bei einem Aufmaß, geht weiter mit einer Entwurfsplanung, einem Bauantrag bis hin zur Ausführung, wo ich auch Bauleitung mache. Ich wollte eigentlich mal Modedesigner werden. Ich habe als Kind ganz viele Zeichnungen gemacht, wo ich also immer irgendwelche Personen angezogen habe. Aber meine Eltern, die meinten, nein, du bist viel zu gut in der Schule, du bist kreativ. Ich habe mich also sehr für die technischen Fächer interessiert, aber ich habe auch gern gezeichnet, sodass ich letztendlich dachte, Architektur, das ist das Richtige für dich. Und ich habe damals eine Aufnahmeprüfung machen müssen und habe diese Aufnahmeprüfung auch bestanden und bin dann in Dresden zum Architekturstudium angenommen worden. Meine Arbeitstage sind sehr unterschiedlich. Es gibt keinen wirklich typischen Arbeitstag. Ich habe Phasen, in denen ich fast nur Planungsarbeit mache. Es gibt aber auch Phasen, in denen ich Bauleitung mache. Dann sieht mein Tag natürlich anders aus. In den Phasen, wo ich Bauleitung mache, muss ich meist früh auf der Baustelle sein, weil es wichtig ist, mit den Ausführenden alles abzusprechen, wenn möglich sogar mit dem Mann, der das auch wirklich ausführt. Dann geht keine Information verloren. Wenn ich Planungsarbeit mache, sieht meine Arbeit so aus, dass ich meist um 8:30 Uhr im Büro bin und sagen wir mal bis 20 Uhr mindestens auch im Büro sitze. Oft ist es auch so, dass ich an den Wochenenden arbeite, denn mein Beruf ist so, dass wenn ich beauftragt werde, es immer terminlich dringend ist und ich habe auch immer den Kostendruck, sodass ich mir keine großen Pausen leisten kann. Es hat sich vieles geändert. Zum Beispiel sind die Anforderungen an die Gebäude bezüglich Energieeinsparung viel höher geworden. Es sind höhere Anforderungen bezüglich der, wie soll ich sagen, also der Verantwortung eines Architekten. In Berlin und Brandenburg sind genehmigungsfreie Bauvorhaben eingeführt worden. Das hört sich also zwar so an, als ob gar keine Genehmigung mehr erteilt werden muss, bedeutet aber letztendlich, dass die Bauämter teilweise nicht mehr prüfen und dass der Bauherr und der Architekt zusammen die Verantwortung für die Richtigkeit des Antrages bzw. auch des ausgeführten Gebäudes tragen. Für mich bedeutet gute Arbeit, dass ich sorgfältig arbeite, dass ich ein gutes Gebäude sozusagen erstelle, was manchmal relativ schwer ist. Es gibt Bauherren, die selbst nicht mehr den Anspruch haben, ein Gebäude zu bauen, das sowohl schön ist, das wirtschaftlich ist und das funktionell gut ist. Und ich sehe es als meine Aufgabe an, diese drei Punkte unter einen Hut zu bringen und damit wirklich ein hochwertiges Gebäude zu schaffen. Ich würde Sie gern zu einem Handwerker schicken, den ich sehr schätze. Er ist Dachdecker und man führt also sämtliche Dachdeckerarbeiten aus. Es ist Herr Conradi, mit dem ich schon über mehrere Jahre zusammenarbeite. Und ich kann sagen, dass es eine Firma ist, mit der ich durchgehend gute Erfahrungen gemacht habe.